Hallo, liebe Freunde des gepflegten Ork-Schnetzel-Spaßes und willkommen zur nächsten Folge von Orks Must Die 2. Und ich habe deine letzte Folge gesehen, wie du mit Facecam dir einen abgelacht hast, du kleiner. Ja, immer doch. Maniger. Immer doch. Ja. Mit Van Ori, hallo. Es macht einfach so viel Spaß, mit Facecam irgendwie zu spielen. Ich weiß auch nicht warum. Man kann halt immer irgendwelche Grimassen in die Kamera reinmachen. Stimmt. Die Map scheint im ersten Moment irgendwie übersichtlich. Es ist erstmal. Oh Gott, also hier ist noch ein Tor. Gesichtskadaver. Von da unten kommen auch welche. Hier unten. GGEZ. Okay, also von da. Und von hier können welche kommen. Und irgendwie von hier oben. Warte mal, die kommen da raus und rennen hier runter. Wo kommen die denn da? Wo kommt man denn da raus? Wie, von wo oben kommen die denn? Na, von hier, die kommen von hier. Hier, wo ich stehe, da hinten kommen die raus. Aber wo führt das Portal denn eigentlich hin? Na, nach oben. Ach, das kommt. Ja. Das Problem wird also sein. Also, was kommt denn überhaupt für Gegner? Der Anstieg heißt das Level. Es kommen nur Bodengegner. Feueroger. Oh Gott, diese Gnolljäger wieder. Was für Jäger? Gnolljäger. Die zweiten von rechts. Das sind diese Viecher, die in der Gegend rumlaufen. Ja. Die großen Renner. Aber ich glaube, die kleinen Viecher sind gar nicht dabei, oder? Doch. Ja, doch. Die Koboldläufer. Die Koboldläufer. Ich glaube, das Problem wären die zwei kurzen Wege hier sein, weil dann hast du auch, da kannst du nicht wirklich, also hier könntest du höchstens fallen, in diesen Durchgang bauen und in den hier unten. Und dann sind die aber schon hier, kann man hier an die Wände was ransetzen? Nee, kann man nicht. Ja, das Problem sind echt, dass die von hier kommen und von da unten. Dass die von oben kommen, das ist echt gar kein Problem. Also ich glaube, die Bogenschützen nützen mir in dem Fall jetzt gar nichts. Ja, wahrscheinlich überhaupt nicht. ich werde erstmal hier Teer hinbasteln und da oben Teer hinbasteln, falls hier irgendwas kommt. Na gut, warte mal. Also hier brauchen wir jetzt erstmal noch nichts, weil erstmal kommen sie nur von oben. Die kommen jetzt nur aus dem einen Tor, also den langen Weg von oben. Aber ganz ehrlich, auf die da oben, die Typen, weil die haben einen ziemlich langen Weg und wir können die ganze Zeit auf die draufballern. Das stimmt natürlich auch wieder. Autoballiste, wie sieht denn der aus? Der findet Reichweite. So, also ich habe jetzt alles gesetzt. Ich habe noch gar nichts gesetzt. Also, ich bin halt noch am überlegen, ob ich irgendwie Waffen austausche. Nee, hab ich nicht. Ich hab extra bei der Schrotflinte geblieben. Nee, ich meine jetzt, also die Waffen, die ich jetzt hier mit. Also ich suche noch einen Ersatz für. Was? Für die Bogenschützen. So, nimm noch einen Ritter vielleicht. Ja, wobei den nehme ich auch, ne? Ja, gut, der muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein, ne? Stimmt schon. Wenn wir beide Ritter haben, könnte das schon vielleicht einen Vorteil geben. Kostet auch 1200, ey. Na gut, egal. Dann, ich habe ja hier diese Schwefelteile. Ja, erstmal kommen die Viecher ja eh von oben. Das ist ja das Wichtigste. Okay, dann baue ich die Schwefelteile irgendwie mal. Ja. Irgendwie hier hin. Die kann ich ja danach wieder abreißen. Ja. So, ich habe zwar noch 1500, aber die würde ich mir erstmal sparen. Ja, spar sie. Ich rüber aufgehe. Ja, mach mal. Ach, du hast ja auch noch was Sachen gebaut. Ja, die Läufer kommen. Ja, aber. Ja, das, die werden hier, glaube ich, schon mal ganz gut dezimiert und unten ist zur Not immer noch dieser Schwefel, den ich da hingesetzt habe. Ja, jetzt kommen. Sie sind unten. Unten kommen anscheinend welche durch. Ich weiß aber gar nicht von wo. Wie sind die denn hier runtergekommen? Das Tor hier unten ist noch zu. Sind die runtergefallen? Wo sind die denn?
Die kamen von hier. Ich glaube, die sind runtergefallen von oben. Das könnte natürlich sein. Boah, das ist natürlich fies. Ja. Die kommen auf jeden Fall jetzt erstmal von hier. So, geh mal drauf hier. So, hauen wir sie recht schön einen am anderen. Wie viele Wellen haben wir denn? 12 Wellen. Sehr schön. Oh, hier kommt aber noch einiges durch. Ah. Die kommen, also, ja. Also, ja. Okay, kommen die jetzt immer noch nur noch von hier oben oder kommen die jetzt auch von oben? Ja, ja, sieht so aus. Also die Tore, wenn die aufgehen, wackeln die vor der nächsten Runde. Das stimmt. Oder? Nein! Warte mal. Doch, die kommen unten, scheiße. Oh, shit. Oh, Mann. Das war natürlich jetzt irgendwie so, das Tor wackelt, wenn sie kommen. Ist klar. Das ist wieder mal großartig. Ja, vor allen Dingen kommen die auf der anderen Seite auch noch rum, ne? Oh ja, die kommen jetzt runter. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Pioniere? Ja, Pioniere sind aber nicht so schlimm. Ja, also hier unten ist das... Unten? Achso, hier. Ja, okay. Die sind bei mir. Das sieht doch ganz cool da aus. Die Pioniere. Also, wie viele waren das? Ach, ah ja. Es geht. Aua. Oh shit. Oh, der hat mich getroffen. Ja? Oh ja, ich hab eigentlich keine Lebenspunkte mehr. Ja, dann bring dich einfach einmal um. Das ist peinlich? Mann, ich hoffe, es wird niemand verletzt. Ach nein, durch nichts. Ja. Oh, jetzt kommen sie auch von hier unten. Ja, die kommen jetzt von allen Seiten. Oh. Okay, hier unten ist anscheinend nicht allzu viel. Das ist ja okay. Ja, hier auf der Seite ist erstmal frei. Komm zu dir rüber. Oh, hier ist ein Runner. Okay, der ist raus. Sehr gut. Okay, die haben es gemacht. Ich kümmere mich mal um die Viecher, die von der anderen Seite kommen. Die kommen jetzt nur von oben, oder was? Ja, das sieht so aus. Komm schön alle um meine Ecke rum. Das ist echt super von denen. Moment, also wenn es so überschaubar bleibt, ist es ja okay. Oh, wo ist das denn? Was? Ein Magier. Das war lustig. Holy shit. Okay, jetzt haben wir Pause, das ist ganz gut. Da kann ich nämlich mal bisschen das alles ein bisschen besser anordnen. Ja, boah, hier oben habe ich nämlich vorhin ein bisschen in der Hektik gebaut. Na, ich werde hier oben jetzt auch erstmal noch eine zweite Ebene von dem Geduldszeug hinsetzen. Von dem Teer. Unten brauchen wir das ja erstmal nicht. Ne? Wenn wir die oben lange genug verlangsamen können, die Hauptwellen, dann reicht das eigentlich, oder? Ja, solange, also wenn wir uns Zeit oben erkaufen, dann. Ja, hier unten habe ich ja auch. Setz den Teer doch mal. Kannst du nicht hier dazwischen noch ein bisschen Teer setzen, damit die in diesen Dingern hier hängen bleiben? Ja, dann muss ich die Dinger halt verkaufen, ne? Achso, okay. Ja, ich hab das jetzt ist eigentlich kein Problem, wenn ich die so hinstelle, müssten die gerade durchlaufen. Ich guck mal hier oben. Ich habe jetzt noch 1400. Ich überlege gerade, was ich damit mache. Ich könnte den einen vielleicht noch hier hinsetzen stattdessen. Obwohl. Ja, kannst du hier noch so ein Stachelwandteil hinsetzen hier an die Stelle? Perfekt. Okay. Also ich habe no money mehr. No money, sagt er. No money. Mal so. Ach, das reicht auch nicht mehr.
Ja, hier genau auf der Ecke wäre halt noch geil gewesen, ne? So ein schönes Kreuz. Kann das auch so hinsetzen. Pfeile für alle. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, wir machen das so. Dreht sich immer so schnell bei mir. Okay, ich komme auf jeden Fall von oben. Ja. Ich gehe erstmal hier hoch und halte ein bisschen auf. Im Moment scheinen sie auch nur von hier zu kommen. Mhm. Das wäre ja, also im Vergleich zu den vorhergehenden Levels, aber ich will das noch nicht beschreien, weil da waren die ersten Runden auch immer relativ einfach. Es sind halt viele, die hier oben lang kommen, ne? Es sind halt einfach super viele. Ja, aber der Weg ist auch am längsten. Was ist wo? Achso, Pioniere. Ich dachte auch, die kommen jetzt von unten, bin extra runtergesprungen. Ja, aber nicht weiter drin. Also, es ist ja okay, wenn hier oben viele kommen. Die haben auch den längsten Weg und haben auch die meisten Fallen, wo die durch nicht richtig gut. Na, jetzt dürften aber welche von unten kommen, ich garantiere das. Ja, ich glaube auch, ich gehe mal runter. Ja, alles klar. Schickt mir mehr. Jo. Ja, bei dir kommen da auf jeden Fall welche raus. Oh, ein Feuerogre. Ich komme mal runter. Oh shit, der hält aber eine Menge aus. Ja, und den habe ich auch schon ein komplettes Mana-Teil reingepumpt, der ist tot. Alles klar. Ich guck mal, dass ich wieder oben hinkomme. Beziehungsweise hier unten lang laufe. Hier kommen Runner. Erster Runner ist weg. Zweiter auch. Okay, oder dass man Münze die aufsammeln kann. Hier ist nichts durchgekommen soweit. Die Typen sind jetzt unten. Oh, ich sehe die gar nicht. Ach, da. Ja, hier hinten, Mann. Alles gut. Ja, der Rest kommt auch noch von oben, jetzt Stück für Stück. Das ist ja gechillt. Zwei von den fetten Büchern. Oh, okay, so viel dazu. Sehr schön, sehr schön. Ja, die Kombos sind echt geil. Die bringen auch, glaube ich, mehr Punkte. Schädel. Sehr schön. Ja, Freunde der Sonne. Weißt du was? Ich blockiere hier oben noch mal ein bisschen mehr und setze hier hinten. Also unten jetzt eigentlich. Direkt mal so ein. Oh shit. Ich komme zu dir rüber. Beziehungsweise guck hier unten erstmal. Moment. Okay. Ist es hier unten noch handelbar? Ja. Oh ja, die haben ja gut aufs Schnauze gekriegt. Ja, das läuft hier eigentlich. Hier sind die Fallen ziemlich gut gestackt. Ah, du hast hier einen Paladin hingestellt. Ja, cool. Auf der anderen Seite habe ich auch einen hier unten hingestellt. Also die dürften eigentlich überhaupt gar kein Problem. Ich habe so ein bisschen vor dem Durchgang hier unten Angst. Ja, hier kommt so ein Magier-Fuzzi, aber der ist down. Aber der hat sich wiederbelebt. Er hat sich wiederbelebt. Ja, ist egal. Alte Sau. Jetzt ist er tot. Bester Job aller Zeiten. Ach, boah. Super. Naja, okay, hier habe ich mit dem Paladin zumindest noch ein bisschen Zeit gekauft. Ich setze hier nochmal zwei von den Teerdingern hin. Das verlangsamt die hier unten zumindest nochmal ein bisschen mehr. Kann hier unten noch so eine. Warte mal, ich könnte davon noch. Hier setze ich auch nochmal. Bringt das überhaupt hier unten irgendwas? Nee, der Pleite, oh Mann. Also mal, auf hier setze ich noch einen hin. Dann ist da eine komplette Teerreihe. Ja, ich weiß auch nicht so. Ja, also ich habe kein Geld mehr. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch machen soll. Ich kann noch hier irgendwo was hinbauen, aber. Du bist wieder oben nur, oder? Ja. Ach, du hast die großen, die gar nichts gebaut, okay. Ja, eins davon. Ja, die Runner, die haben hier. Oh, da kommt der nächste Magier. Ja, ja, der kann nichts, der Typ. Der kann nichts. Versucht halt immer mit seinem komischen Magie-Ding da irgendwas zu reißen, aber das kann er auch nicht.
Die Münzern. Lässt du dich wieder hauen? Ja, für Geld. Lass uns das nochmal machen. Lol. Was? Da war einer durch. Den habe ich in der letzten Sekunde noch gesehen. Auf der Karte, aber ich weiß nicht, wie der durchgekommen ist. Der ist höchstwahrscheinlich runtergefallen. Ja, wahrscheinlich. Ach. Naja. Okay. Hier oben ist ein Jäger. Zwei Jäger. Ein Jäger ist, glaube ich, runtergefallen. Den aber nicht. Okay, ich habe hier oben leicht. Also das ist echt gefährlich, wenn die runterfallen. Ja. Ja, ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich hier den blauen Angriff nicht einsetze. Ja, den würde man sich immer aufsparen, wenn man mit größeren Gruppen oder so, weil da haut er richtig rein. Ja, aber der kickt halt alles runter, ne? Was halt nicht so nagelfest ist. Das stimmt. So, hier unten ist entspannt jetzt. Ja, hier oben ist nur noch ein Troll. Sonst ist alles gut. Dieser untere Durchgang, da kommt es jetzt so gut wie gar nichts. Ja, ne? Wie seltsam. So, das war's schon wieder. Ich vertraue dem nicht. Ich hab die blöde Befürchtung, dass am Ende alle von hier kommen. Sieht gut aus. Oh, jetzt kommen aber von allen Seiten die Wellen. Ich gehe mal runter. Ja, lass oben erstmal die Fallen arbeiten, damit wir hier. Ja. Das Schöne ist, dass ich hier unten auch die blauen Dinger einsetzen kann. Das dürfte ein neuer Rekord sein. Ja. So, hier unten ist safe. Ich setze hinter dich nochmal einen Paladin. Nur so zur Sicherheit. Ja, hier sollte irgendwas gleich rumkommen. Haha, guck mal. Jetzt. Hallo! Boom! Ah, das ist so schön. Nice. Boah, schön! Der eine Ork, hätte ich bloß in der Schule besser aufgepasst. Das ist richtig gut. Die letzten drei Wellen kommen jetzt. Ja, das sieht danach aus. Ich hab fast 4.000-5.000 Geld hier. Manchmal habe ich fast Mitleid bei den Orks. Nö, ich hab nur 1.6, aber... Ich spare mir das jetzt auch ein bisschen. Ich habe jetzt hier noch zwei solche Bodenfallen gebaut, aber ich warte erstmal ab. Bei zur Not. Ich bin fertig. Ich bin pleite und ich habe überall alles hingebaut. Na dann. An die Arbeit. Ja, hier unten kommen auch direkt wieder welche rum. Oh shit. Sagt er? Ja, hier sind zwei Magier direkt. Aber sie sind down. Wie schnell? Ja. Die sind auch Runner. Oh. Aber die kriegen auch nichts geschissen. Unten kam gerade die Meldung. Na, hier ist alles okay. Lol, diese großen Wanddinger, die sind echt geil. Ich bin fast blind. Okay, die kommen hier hinten auf der Seite rüber. Boah, der Paladin kümmert sich da drum. Ah, der ist schon so weit vorgerückt, ey. Es geht. Weitermachen. Hier ist übrigens ein Heiltrank. Hast du ihn raus? Warte. Ja. Wo ist der Heiltrank? Da die Treppe hoch. Ja, habe ich. Vielen Dank. Geht direkt weiter. Zeit für ein Picknick. Oh, ich glaube, die kommen jetzt auch. Oh ja, die kommen auch von unten jetzt hier. Massiv oder? Nö, die Welle hier unten ist schon down. So oder down. Ja, aber da kommt jetzt noch die zweite Welle wieder. Okay, dann passe ich da ein bisschen auf, aber ich glaube, die. Hier unten ist ein Magier. Okay. Oh, der ist down. Ah, das ist ein zweiter. Oh shit. Ja.
Aber der ist auch schon abgebrannt. Also, wie viele waren das? Oh, ja, kann man mit. Was sind das hier? So Mini-Magier, das ist ja witzig. Ja, die tingeln hier auch rum. Hier ist ja nix. Irgendwie sind die Level nicht ganz ausgebalanced. Nee, absolut nicht. Also es könnte schwieriger sein. Wie Baldrian. Das ist die letzte Welle, die jetzt kommt und ich habe 6.500 Geld. Nee, ich habe alles ausgegeben. Ich habe das komplette Geld, was ich habe, habe ich ausgegeben. Und? Ja, entspannt. Ich brauche eigentlich fast gar nichts machen hier. Oh, hier unten kommt ein Feuertyp. Oh ja, ich komme mal zu dir. Na, er ist schon halb tot. Er ist tot. Lol. Ah, hier ist auch einer. Ja, oben sind auch noch welche. Oben sind auch welche. Ich glaube, 2 Stück waren das. Also hier unten ist jetzt alles geklärt. Ich guck mal hier um die Ecke. Hello, my friends. Oh, hallo, großer Meister. Aua. Wie sie mich jetzt stunnen? Oh, jetzt gehe ich ja noch raus. Lol. Ah, der haut mir halt auch voll einen auf den Deckel. Ah, jetzt kommt hier oben noch so ein Kollege da. Und damit... Ja, das, was soll ich sagen? Das war ja mal wohl mehr als einfach, oder? Ich will kein Endlos-Level spielen. Nicht, warum? Oder war das jetzt schon das letzte Level? Nee, das war nicht das letzte. Ich habe jetzt noch Endlos-Level freigeschaltet, okay. Ja, ich kann, ach so, ich kann, weil ich jetzt mehr als ich habe mehr als einen Schädel geschafft. Ja, okay. Mehr als ein. Ja, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, also ich muss halt höchstwahrscheinlich einfach weniger sterben, aber ansonsten... Elektrobrutzler. Naja, ich sag mal so, wenn es euch gefallen hat, lasst beim Muluk Van Ori ein Däumchen nach oben da. Und dann, ja, sehen wir uns dann zum, ich glaube zum letzten Level, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube wir sehen uns dann zum letzten Level wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.